Hallihallo, ich bin's, der Steffen. Eine neue Map, Naboo, Fleet, Hangar oder Hangar, was auch immer. Ja, eine Episode 1 Map mit lustigen Typen. Ich kann mich jetzt an Episode 1 nicht mehr so doll erinnern. Die habe ich mal... Wann habe ich das geguckt? Das muss schon eine relativ lange Zeit her sein. Aber wie es kann ich mich noch erinnern, weil Episode 1 will ich auch nicht wieder gucken. Das ist nicht so mein Ding gewesen. Episode 1 war nicht sonderlich dolle. Ziemliches Kinder-Star Wars. Naja, also wir sind hier jetzt auf dieser Map. Naboo, Fleet, Hangar, was auch immer. Fleet ist ja die Hauptstadt von Naboo. Und, naja, kommen wir hier rein? Wir können nicht rein. Super, wir können die Dinger kaputt machen, aber nicht reingehen. Ja, wir haben hier... Ah, hier fehlt die Handanimation leider. Die Dinger sehen ziemlich aus wie die KOS-Gewehre. Deine Blasterpistole und eine und vier Granaten. Oh, das sieht aber schön aus. KP0. Wow. Ja, das sind die ganz normalen Druidengewehre. Ich weiß nicht, wie sie die da reingenommen hat. Ich weiß noch gar nicht, ob sie die benutzt haben in Episode 1. Könnte natürlich jetzt auch filmtechnisch korrekt sein. Mann, oh Mann. Ah, ich glaube, in der Map steckt eine Menge Arbeit drin. Sowas zu machen ist sicherlich nicht einfach. Mit den ganzen Fenstern und so. So, dann weiter geht's. Ah, hier sind wir bei einem Hangar. Ja, heißt ja auch Hangar, die Map. Jetzt habe ich Teamkill gemacht, Gratulation Steffen. Oh, das sieht richtig geil aus. Stirb. Ende der Fahnenstange. Ja, ja, deine Mutter. Boah, man sieht jetzt diese ganzen... Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die hießen, diese Jäger. Die sind hier alle eingeparkt in dem Hangar, können dann da rausgefahren werden. Hoppala. Jetzt habe ich schon wieder jemanden geteamkillt. Das ist nicht toll. So, dann gucken wir mal hier lang. Ach, hier können wir gar nicht weiter. Ja, aber ich wollte eh nur so rausgucken. Ja, man sieht da hinten die Landschaft. Schön, schön. Boah, das sieht richtig geil aus mit dem Hangar. Also, die Map steckt auf jeden Fall viel Arbeit drin. Ja, ja, lass ich dich teamkillen. Diese Typen haben die Rebellenstimmen. Wie man gerade eben gehört hat. Ah, keine Munition mehr. Aua. So, was haben wir denn noch für Truppen hier? Den kann man. Scharfschützengewehr. Königin von Naboo. Da wollen wir mal sehen, was die drauf hat. Der hat eine Blasterpistole und... Noch eine Blasterpistole. Wo ist denn da der Unterschied? Vielleicht ist die Blasterpistole einfach nur sehr stark. Weiß ich nicht, merkt man nicht. Okay, die hat zwei Pistolen, dann kann man natürlich... Aha, okay, die Blasterpistole hier ist sehr, sehr stark. Oder? Keine Ahnung. Kann ich mal nicht stärker. Hilfe! Okay, diese Truppe ist jetzt nicht so dolle. Aber die KIs sind so inkompetent, dass man nicht so leicht stirbt. Aber ich glaube, man nimmt auch nicht sonderlich viel Schaden hier. Okay, die Blasterpistole ist stärker, glaube ich, als die andere. Oh, das ist ja genial, das kenne ich noch. Wir müssen jetzt diese roten
Laser gleich rauskommen. Der konnte Obi-Wan, Qui-Gon Jinn ja nicht retten, weil diese Laserwände hier vor waren. Und die sind dazu da, weil hier ist ein Reaktor oder irgendwie sowas. Und wenn der Reaktor explodieren sollte, dann ist halt immer eins von diesen Lasertoren geschlossen, sodass die Explosion nicht komplett durchgeht. Also immer eins, mindestens. Wie man gerade gesehen hat, auch mehrere gleichzeitig, je nachdem. Und naja, so wird halt auch schon so wird halt sichergestellt, dass da kein Unfall passieren kann. Naja, und das ist Qui-Gon Jinn halt am Ende zum Gefängnis geworden. Ja, okay, ich denke, wir machen noch mal eine Tour mit der KOS, also bis gleich. So, da sind wir wieder. Die sehen ganz nett aus, die Druiden. Druidika, und man kann, keine Ahnung, was der da hat. Aber dann sehen wir mal zu, dass wir hier ein paar Klone umbringen. Ach, keine Klone, sondern diese Typen, diese Leibwachen, was auch immer, wie die jetzt hießen. Okay, die hält wirklich sehr viel, aua, die hält wirklich sehr viel aus, die Königin. Obwohl ich mich auch frage, wer diese Druidengewehre designt hat, weil die so eine langsame Feuerrate hätten. Wenn man jetzt annehmen würde, dass so Gewehre in Real Life so eine langsame Feuerrate hätten, dann wäre das irgendwie ein bisschen lächerlich. Hoppala. Also die Granaten, der Granatenspam ist ein bisschen heftig hier. Nicht schon wieder. Hilfe. Okay, können wir eben das freispielen? Nee. Ich will mal Schrotgewehr. Vielleicht ist es sogar ganz effektiv. Auf diese geringe Reichweite. Gefahr, klar. Und wir haben natürlich was, um uns zu regenerieren. Wir können Deto-Packs werfen. Das hat es jetzt nicht viel gebracht. Komm, heilen. Verreck. Verreck. Ach komm schon. Das ist so unrealistisch, dass die Frau so viel aushält. Also ich werde langsam ein bisschen frustriert hier. Nehmen wir mal wieder Scharfschützen. Nehmen wir ein bisschen was Größeres hier. Hilfe! Kriegen wir mal Minen. Das sollte die auch umbringen irgendwann. Komm, lauf über die Mine. Lauf über die Mine. Yeah! Okay, wir können Darth Maul spielen. Können wir lesen? Ah, wir können das Laserschwert nicht werfen. Naja, was soll's. So, Königin. Stirb. Endlich. Immer schön weit wegschubsen und dann ein bisschen fertig machen hier, ne? Komm. Diese Frau gerade gesagt, sie flankieren uns mit einer sehr männlichen Männerstimme. Hoppa, hier stehen aber ziemlich viele Leute rum. Ab und zu leckt das Spiel ein bisschen bei mir, aber das liegt an Fraps. Ich weiß nicht, mein neuer Computer mag Fraps nicht, aus irgendeinem Grund. Gut, wir machen jetzt hier mal wieder einen Stieg, weil ich will den letzten Druiden nochmal zeigen.
Was auch immer das bei einer war. So. Ach, das ist ein Command-Androide. Command-Androiden. Geil. Command-Androiden erkennt man daran, dass sie so einen gelben Kopf haben. Oh, der ist cool. Hilfe. Aua. Aber das, oh, das Gewehr gefällt mir. Das ist lustig. Wie so ein Schrotgewehr. Was mit sonst noch? Ach komm schon, hört auf mit dem Spawn-Kill, ihr da. Weg vom Spawn. Hilfe. Genau, wir haben die Schlacht unter Kontrolle, aber sowas von. Ah, ich muss da hinten hin. Die Druiden verlieren auch relativ schnell Leben. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt geplant ist. Oder ob ich mich da jetzt nur verpeile. Weil Druiden, die sind ja relativ gleich kaputt gegangen. In Episode 1. Und auch sowieso. Weil die ja keine wirkliche Panzerung oder so haben. Okay, das Ding hier. Oh, die war fast tot. Dieses Schrotgewehr hier unterscheidet sich zu den normalen Schrotgewehren Battlefront. Dadurch, dass das keine Streuung hat. Also wirklich überhaupt keine Streuung. Und dadurch noch... Ja, okay, das hat Streuung, aber jetzt nicht sonderlich große. Gut, 2 gegen 2. Wir sind voll ausgeglichen, nur dass ich keine KI bin, die brotige Sachen macht. Dann schauen wir mal. Wo haben wir den letzten Gegner? Oder die beiden letzten Gegner? Ah, ich meine, hier gibt es noch ein Easter Egg irgendwo. Wenn man hier irgendwo durch eine Wand läuft, war das nicht hier? Oder hier. Ja, Nabu Fleet Hangar, Kool-Aid 7G Production 2007. Das ist ja richtig geil. Ich mag diese Easter Eggs. Und manchmal ist das so, dass sich in den Easter Eggs irgendwie KIs verhampeln oder so. Dass sie dann darin stecken bleiben. Aber das ist hier anscheinend nicht passiert. So, da steht irgendein Typ rum. Bam! Sie! Schön, schön. Also wirklich eine tolle Map, die gefällt mir. Es gibt noch eine andere Naboo-Map, die man... Ja, die... Da kann man auch mit diesen Jägern fliegen, die man in dem Hangar gesehen hat. Die muss ich mal finden, weil die hat mir richtig Spaß gemacht. Da habe ich nur... Das habe ich nur nie irgendwie vorgestellt, weil auf meinem Laptop, da lief das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was damit war. Wahrscheinlich lag das in anderen Mods. Da ist die Map nach spätestens 5 Minuten oder so abgestürzt. Naja, mal sehen, ob ich die auch nochmal vorstellen kann. Schreibt mir auch gerne irgendwelche Mods, die ich vorstellen soll oder Maps in die Kommentare, weil es hatten schon mal einige Leute irgendwas reingeschrieben. Aber ich vergesse das immer, weil ich mir das nicht aufschreibe. Und das ist immer dann schwierig, die ganzen Videos durchzugucken und die Kommentare durchzugucken. Wenn irgendjemand mal irgendwie gesagt hat, dass ich irgendwas vorstellen soll. Also, naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe dann soweit. Bis zum nächsten Mal.